Freunde, wenn ich mich so aufbrezle, dann muss das doch was zu bedeuten haben, oder? Freunde, ich habe selten ein Spiel so sehr gefühlt wie Naraka Blade Point. Naraka Blade Point ist ein Battle Royale Spiel, das unbeschreiblich gut ist. Es ist alles so ein bisschen im asiatischen Stil gehalten. Bevor ich ins Detail gehe, spielen wir mal eine Runde zusammen. Ich habe hier schon einen Charakter erstellt und allein das Charakter erstellen ist schon ein eigenes Video wert. Ich zeige euch mal, was ihr alles machen könnt. Das ist wirklich unnormal. Aktuell könnt ihr euch zwischen 13 Charakteren entscheiden und jeder natürlich mit seiner eigenen Spezialfähigkeit. Viper Ning zum Beispiel, die hat sich so auf Gift spezialisiert. Hier mein Charakter, der schon die grünen Haare verpasst hat, Marathi, die ist halt so flink, die kann sich so rumteleportieren und kämpft voll schnell. Kurumi ist die typische Heilerin, die habe ich auch schon grüne Haare gegeben. Die kann sich und ihre Teammates heilen und du kannst halt hier wirklich komplett verändern. Lass doch einen ganz psychopathischen Charakter machen. Oder man kann auch einfach zufällig machen, wenn ihr komplett faul seid. Okay, da ich aber schon einen Charakter erstellt habe, die gute Matari, brauchen wir das jetzt nicht machen. Und wir gehen jetzt direkt in eine Runde rein. Naraka Gamepoint hat gerade ein richtig nice Special. Ihr bekommt bis zum 29. August 50% Nachlass. Und Freunde, Naraka Blade Point feiert Geburtstag und verlost dazu eine 50 Euro Amazon Geschenkkarte. Kommentiert mal was Nettes und die Person mit den meisten Likes innerhalb der nächsten 3 Tage gewinnt den Gutschein. Seit kurzem gibt es eine neue Karte, und zwar Holoroth. Und auf dieser habe ich noch nicht gespielt, deswegen machen wir das direkt. Ihr könnt Solo oder Duo oder Trio. Ich würde sagen Trio. Trio ist nice. Let's go. Gönnt euch einfach mal, wie mobil die Charaktere sind. Ich komme hier einfach hoch. Hopp. Geil, oder? Und das Schöne ist, es gibt keinen Fallschaden. Hopp. Sie macht einfach eine Rolle und alles ist gut. So, da hinten ist der Schatten, denn die Map wird immer kleiner, sodass man gezwungen ist, am Ende sich gegenseitig aufs Maul zu geben. Und ich kann die jetzt einfach rufen in die... Ah, okay, wir sind schon zusammen. Ich könnte jetzt sagen, yo, lass mal hier treffen. Ey, die kämpft schon. Aber ich habe keine Waffen, wie soll ich dir helfen? Es gibt verschiedene Nahkampfwaffen wie Großschwert, Katana, Langschwert, Dolch, Speer, Nunchakus und Doppelschwerter. Auch könnt ihr mit Fernwaffen kämpfen wie Pistolen, Pfeil und Bogen, Armbrust und so weiter. Ich bin so blöd. Leute, ich habe Waffen. Und zwar einmal diese Nunchakus und eine Armbrust. Und jetzt bin ich bereit zu kämpfen. Ich weiß, war unfair, aber geht nicht anders. Wir sind ein Team. So, und jetzt kann ich natürlich gucken, was mein Gegner so hat, was ich mit dem so klauen kann. Oh, Katana. Ich liebe Katana. Gucken wir mal, wie groß die Map ist. Okay, wir sind jetzt hier. Und hier wird sich diese Map gleich schließen, aber wir sind im inneren Bereich. Es gibt bei Naraka 5 einzigartige Areas mit 5 verschiedenen Zivilisationen. Mit eigener Kultur und Architektur. Ich werde hier hochgehen und Wache halten. Und wenn dann Gegner kommen, knall ich die ab. Geil, oder? Geil, oder? Aber bitte schreibt mal geil, oder? Hashtag geil, aber. Geil, oder? Geil, oder? Hi, wie geht's dir, Tini? Wie geht's? Versuchen, Freunde zu finden. Irgendjemand schießt mich ab. Oh mein Gott, da hinten. Oh, kommt der. Ah. Scheiße, ich muss hier weg. Ich sterbe gleich. Was auch sehr, sehr wichtig ist, ist das Wiederbelebungssystem. Jeder im Team kann einmal wiederbeleben. Mit Rebirth Charms. Ich brauche Hilfe. Oh mein Gott, die sind zu zweit. Meine Teammates, wo seid ihr? Müssen wir helfen? Er hat halt Double Schwerter. Finde ich auch geil. Okay. Leute, ich habe schon 4 gekillt. Bei Naraka ist es wichtig, dass ihr die Angriffe vom Gegner prediktet, also dass ihr die vorhersehen könnt, um entsprechend erfolgreich zu kontern. Also ihr braucht eine Menge Skill, um wirklich gut in dem Spiel zu sein. Okay, die Map wird kleiner. Lass mal gucken, was passiert. Ich brauche das gerade. Ich sehe schon so direkt tot. Okay, jetzt muss ich rennen, weil sonst sterbe ich. Erstmal Items einsammeln. Das hier zum Beispiel, das ist so Reparaturkit. Damit kannst du deine Sachen reparieren. Oh, ich höre was. Irgendjemand jumpt hier rum. Nein, 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 irgendjemand jumpt hier rum. Hier. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Also jetzt, das sind gute Gegner, glaube ich. Spezialfähigkeit. Okay, die sehen mich nicht. Ich bin jetzt unsichtbar. Ich habe jetzt meine Spezialfähigkeit eingesetzt. Ich bin für ein paar Sekunden unsichtbar. Meine Teammates sind nicht mal da. Ich kämpfe hier alleine. Ach, die sind selber am Kämpfen. Ich komme, ich komme, ich komme. Now we're talking. Töte ihn! Töte ihn! Ja! Leute, wir sind so gut! Wir sind echt einer der letzten Überlebenden! Ah, nein, der Nebel ist da! 10 Minuten noch, dann ist es vorbei. Also wenn wir uns innerhalb von 10 Minuten nicht getötet haben, dann ist es vorbei. Deserve victory and everything else I want. Das Spiel hat auch ein Wettersystem, also das Wetter bleibt nicht immer gleich. Und dadurch kann euch die Map auch Schaden zufügen.
Guckt euch das mal an, wie absolut nice. Oh, oh, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ich sehe das zum ersten Mal. Wir haben es geschafft. Dank euch. Ich würde sagen, es lief gut. Wir spielen direkt noch eine Runde. Aber diesmal ändern wir ein paar Einstellungen. Zufällige Karte. Und wir spielen nur zu zweit. Okay, für die Map hätte ich mich dicker anziehen sollen. Falls ihr zu schnell stirbt am Anfang, also bevor es so wirklich losgeht und ihr, nehmen wir mal, ich würde jetzt angegriffen werden, dann verwandle ich mich in eine Seele und kann direkt zum Seelenaltar rennen, um mich wiederbeleben zu können. Oh! Shit, ich habe noch keine Waffe. Ich habe nur meinen Dolch. Okay, ist eine Waffe. Ich bin zwar noch ein Noob, aber ihr könnt in dem Spiel einzigartige Kombinationen aus Nahkampfwaffen und euren Hero-Skills, also den eigenen Fähigkeiten, die jeder Charakter hat, kombinieren. Ich glaube, die ist schwächer als ich. Ja. First win. Das Ding ist, dass nicht nur die Gegner euch Schaden zufügen können, sondern es gibt auch überall in den Maps so Fallen, die verteilt sind. Also die Map selber greift euch auch an. Oh, shit. Ich mache mich jetzt mal unsichtbar. Meine Spezialfähigkeit. Und jetzt hat er natürlich gar keine Chance mehr. Aber das hält nicht lang. Er checkt gar nichts. Double Kill. Habt ihr gesehen, was euer Kyo gemacht hat? Was hat er? Eine Rüstung? Gib dir richtig! Tock! Quadra! Ich habe vier Leute getötet. Ey, 2 gegen 1. Die sind zu zweit. Schaffe ich es allein, Leute? Irgendwie sind die nicht so stark. Vorhin waren die stärker. Vielleicht bin ich auch einfach nur gut. Kommt her. Bam. Ich habe 2 getötet gerade. Das kann nicht sein, oder? Bin ich so gut? Ich zeige euch, wie man pariert. Oh, shit. Seht ihr, man muss im richtigen Moment. Es hat geklappt. Habt ihr gesehen? Und die ist runtergefallen. Und dann ist sie im Nachteil. Ja. Wie viele Gegner? Wie viele denn noch? Habe ich genug HP? Nein, ich bin kurz vorm Sterben. Lass mich in Ruhe. Ich muss dich heilen. Für die Nachtfuchs-Gang. Das ist für meine Nachtfüchse. Yes. Ich habe hier gesehen, es gibt auch verschiedene Waffen. Also nach Rarität. Also hier gibt es auch so legendäre Waffen. Die sind dann lila. Epischer Dolch, epische Rüstung. Die nehmen wir natürlich mit. Denn episch ist immer bekanntlich besser als nicht episch. Habe ich in der Schule gelernt. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr in der Schule gelernt habt. Es gibt in Haraka Blade Point nicht nur dieses Battle Royale, sondern auch einen PvE-Modus mit besonderen Heroes, Gegnern und Skills, die es wirklich nur in diesem Modus gibt. Dieser PvE-Modus nennt sich Showdown und den kann man im Team oder alleine spielen. Das ist ein guter Gegner, aber ich habe diesmal eine epische Waffe. Das heißt, diesmal hast du gar keine Chance. Leute, ich mache heute echt alles platt gerade. Ich bin unaufhaltbar. Jetzt bin ich unsichtbar, Leute. Wir haben gewonnen. Zum zweiten Mal in Folge. Ihr bringt mir Glück, weil, wie gesagt, ich habe das allein gespielt. Ich habe die ganze Zeit verloren. Naraka Gamepoint hat gerade ein richtig nice Special. Ihr bekommt bis zum 29. August 50% Nachlass. Und Freunde, Naraka Blade Point feiert Geburtstag und verlost dazu eine 50 Euro Amazon Geschenkkarte. Kommentiert mal was Nettes und die Person mit den meisten Likes innerhalb der nächsten 3 Tage gewinnt den Gutschein. Das Spiel gibt es für die Xbox oder für den PC auf Steam. Ladet euch jetzt Naraka Blade Point herunter und vielleicht sehen wir uns gleich online. Ich bin jetzt weg, ich muss noch ein paar Feinde aufschlitzen.